So, Martin Ulich, der ist da fast in bester Sprinterhaltung. Sehr entspannter Gesichtsausdruck auch. Ah, jetzt kommt er rein. Rechtsausleger gegen Linksausleger. Martin Ulich macht hier Druck von der Cage-Mitte aus. Boxt sich nach vorne. Ja, wie gesagt, er hat eine recht solide Grundausbildung als Boxer genossen. Genauso aber beim Judo. So, Frontkick-Versuch von Rustam Isupov. Low-Kick, Verzeihung. Probiert es ja mal gerade mit allem. Haben wir gerade alles irgendwie gesehen aus dem Schlagrepertoire. Ein High-Kick, ein Low-Kick. Isupov bewegt sich hier drum, um Ulich herum, wechselt auch immer wieder die Auslage. Ja. Oh, schöner Highkick von Ulich. Ulich nutzt auch so ein bisschen seine Größe- und Längenvorteile jetzt aus in dieser Anfangsphase der ersten Runde. Isupov springt hier explosiv hinein, hat die Hände tief unten. Kann gefährlich sein, wenn man gegen so einen versierten Striker kämpft. Oh, das war recht tief angesetzt, ja, der Kick. Ja, also das der war, auch gehört, ja. Da hat es auch richtig schön Plastik gescheppert. Plastik hohl geklappert in der Kampfshort von Martin Ulich. Aber der hat keine Wimper verzogen dabei. Oh, schöner. Oh, ja, oh, jetzt hat er getroffen. Treffer. Die rechte, die war genau am Kinn. Ja. Gut getroffen von Ulich. Rustam hat einen sehr wilden Stil. Er probiert immer wieder explosive Sachen hier. Ja, wechselt auch ein bisschen die Auslage. Mal links, mal rechts. Aber Ulich ist hier so der geradlinigere Mann. Macht deshalb auch die saubereren Treffer. Oh, wieder sauberer Treffer. Wundere mich, dass Isupov überhaupt nicht versucht, in die Halb- oder Nahdistanz zu kommen, um dann auch überhaupt erstmal den längeren Arm von Martin Ulich dazu überbrücken, darunter durchzutauchen. Ja. Der kleinere Mann ist eigentlich. Oh. Der kleinere Mann muss eigentlich immer der aktivere Mann sein, heißt es oft. Oh, schön. Jetzt hat er aber schöne Rechte. Genau in die Lücke gefunden. Aber Ulich hat hier die Rechte ist wie angetackert. Oh, schön, wieder die linke. Die Rechte ist wie angetackert am Kinn. Das ist aber in dem Fall, da kann ich aus Erfahrung sprechen, das ist wirklich die alte DDR-Boxschule. Also da bleibt die rechte am Kinn und auch der rechte Ellenbogen deckt unten den Körper ab, soweit es geht. Ja, macht jetzt Ulich nicht ganz, aber... Nee, nicht ganz, er steht ein bisschen mehr ab, aber er steht etwas seitlicher. Schön. Also weggerutscht, das war nix. Hat er gut gemacht, aber trotzdem doppelte links mit rechts abgeschlossen. Ja, das sind eigentlich die Basics, die solche Kämpfe gewinnen. Sehr oft. Und zu einem der Base. Oh, das war eine jetzt schöne geht Linke. Die Linke drüber, ja. Ja. Obwohl er die Rechte immer am Kinn hat. Isupov sehr explosiv hier. Oh. Also die härteren, die druckvollen Schläge, die hat kommen. Isupov. Die hat Isupov in dem Fall. Aber Ulich geht hier immer wieder nach vorne, sucht den Schlagabtausch. Wechselt jetzt selber mal die Auslage. Und fängt sich da aber auch dann eine Rechte ein von Isupov. Rustam nimmt ein Endo, Rustam. Ulich versucht hier gerade wie so einen zappelnden, nassen, glitschigen Fisch hier irgendwie zu kontrollieren, denn Isupov ist sehr explosiv, kommt sehr viel über die Winkel, Verzeihung, nicht so sehr über die Winkel, sondern macht sehr viel unorthodoxe Aktionen auch, schwierig auszumalen von Ulich, wie er hier reagieren soll. Deswegen wird er auch öfters hart getroffen. Ja, er lässt die Arme hängen, tänzelt aber auch sehr viel Isupov. Er lockt Martin Ulich. Er will ihn auch verleiten, dass er natürlich Hände schlägt, damit irgendwie die Deckung dann mal offen ist. Aber nach wie vor beide im Stand. Ja, ich denke, es wird nicht Martin Ulichs Idee sein, jetzt hier Isupov zu werfen. Außer er merkt jetzt in der zweiten Runde, oh, es geht einfach nicht mehr voran. Ich kriege den Mann einfach nicht kontrolliert. Dann müsste er den Gameplan ändern. Aber hier, ich sehe leichte Vorteile für Isupov gerade. Ja, Ulich, der ist zwar der, der ein bisschen arbeitet, der ein bisschen drückt, aber er schneidet ihm auch nicht den Weg ab. Also er stellt ihn sich auch nicht. Ja. Ah, wild eingesprungen, gerade von Isupov. Ja, und er geht auch nicht wirklich hinterher, wenn er den Mann hat. Ein Takedown hören wir hier. 20 Sekunden, wenn er sich jetzt einen Takedown sichert, hat er die Runde sicher gewonnen. Aber für mich, wie gesagt, hauchdünner Vorsprung für Isupov. Ulich sah zu Beginn der Runde besser aus, sauberer getroffen. Hat dann das kann's gewesen. Nochmal eingelandet. Jetzt
Jetzt hat auch Ulich mal einen getroffen. Oh, schöner Treffer von Isopov. Und das wird es wohl gewesen sein in der ersten Runde für Isopov. Ich sehe Isopov vorne. Vor allem jetzt auch mit den Aktionen hier zu Rundenende wird er sich wohl die Runde gestohlen haben. Ja, was in der Wiederholung zu sehen ist, Ulich versucht zwar, hat mehr Schläge, auch öfter mal einen Kick natürlich noch versucht, aber er trifft so gut wie nicht. Ja. Isopov kommt ja ab und zu mit solch spektakulären Aktionen hier. Und da müsste Ulich mehr etwas mehr dahinterher gehen. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ich mag es ehrlich persönlich immer, wenn sich zwei Kämpfer so gut vertragen, aber dann richtig die Sau rauslassen auch. Also die schenken sich ja nichts. Oh, das war angeklingelt. Kurz aber. Oh, dann nochmal zweimal, dreimal getroffen. Und jetzt macht Isopov das, mit dem ich schon in der ersten Runde gerechnet hätte, dass er in den Mann geht. Jetzt hält er ihn. In der Guillotine. Ja, ja, ja. Aber Ulich kann sich jetzt hier gleich wahrscheinlich befreien. Ja, aber ja, der rutscht raus. Jetzt ist die Frage, kann er ihn unten behalten? Steigt in die Mount hinein? Nein, ist noch in der Halfguard. Jetzt sehen wir Bodenkampf. Jetzt, oh, aber Isopov ist physisch einfach zu stark hier für Ulich. Ja, der drückt ihn, er schlägt und er reifend weg. Ja, steht einfach auf. Oh, die Ecke hier von Isopov. Gebt ihm Anweisungen hier. Ulich ist angeklingelt, ist angeschlagen. Soll hinterhergehen. So, jetzt macht Isopov das, wie gesagt. Damit habe ich eigentlich schon in der ersten Runde gerechnet, dass er irgendwann wirklich versucht, den Mann sich schlicht und ergreifend zu schnappen. Und jetzt muss er sich bloß zurechtlegen. Und jetzt wirkt es so, als wenn Martin Ulich ein bisschen den Nachteil hat, dass er der Größere ist. Ja. Es ist per se nicht so, dass der größere Mann, wenn er dann mal unten am Boden ist, der Schwächere ist. Ich meine, Ulich hat die längeren Beine, er könnte theoretisch jetzt hier auch Isopov in Submission-Bedrängnis bringen, also dass er Aufgabegriffe anbringt. Aber Isopov ist hier verdammt eng, macht sich schwer und wenn jemand wie so ein Stein auf einem drauf sitzt und man ihn nicht verrücken kann, es geht auch wieder in den Stand, hier passiert zu wenig. So. Chance für Ulich. Aber der müsste jetzt wirklich treffen. Und zwar hintereinander mehrere Treffer, am besten auch wirklich Wirkungstreffer landen. Ja, müsste fast den Kampf eigentlich beenden, um jetzt noch zu gewinnen. Denn er ist jetzt quasi im Hintertreffen. Erste Runde verloren vermutlich. Ja, knapp. Ja. Wenn, dann hat er sie knapp abgegeben. Du siehst ihn vorne, ich fand es recht ausgeglichen. Eine Sache dürfte klar sein, Ulich darf nicht mehr runter auf den Boden. Also da glaube ich, da wird er sein Heil nicht drin suchen. Ja, und da versucht er auch gleich in dem Fall, wenn die Super versucht, unten runter zu gehen, das zu unterbinden, Martin Ulich. Aber er muss jetzt schlagen, er muss Aktivität zeigen. Nur gucken, dem Gegner hinterhergehen, das wird nicht reichen. Rustam hat weit die Hände unten. Ulich muss sich hier mehr trauen, er verliert den Kampf sonst. Und die Uhr, die läuft gnadenlos runter gegen Martin Ulich in dem Fall jetzt. Gegen The Lion, ja, da hat er mal versucht ranzukommen. Vor allem auch mit dem Niederschlag, den wir noch in dieser zweiten Runde hatten. Sehe ich Isopov vorne in dieser Runde. Der hat auch Eindruck hinterlassen bei Martin Ulich. Ist ihm auch anzumerken, also jetzt. Er ist so weit weg. Und zieht sich auch sofort zurück. Eine Aktion, eine Hand, ein Schlag, sofort wieder weg vom Mann. Ja, und Ulich schneidet ihm auch nicht sehr gut den Weg, nicht gut den Weg ab. Also Isopov kann sich hier einfach zirkulär um ihn bewegen, schneidet ihm nicht den Weg ab. Isopov kann sich hier fast frei bewegen eigentlich, kommt jetzt selber wieder nach vorne. Ja, Ulich müsste ein bisschen umstellen, ein bisschen aggressiver sein. Sonst sehe ich... Das war eine sehr klare Art, so eine Art Kampf zu führen von Martin Ulich, aber auch eine sehr einseitige. Also da ist keine große Variationsbreite da. Schade zu sehen, weil ich glaube, er hat die technischen Voraussetzungen, auch die Fitness dazu. Also er wird sich wahrscheinlich später ärgern, dass er nicht mehr gemacht hat. Ja gut, aber es passiert ja häufiger in Kämpfen, dass
dass manche einfach warten, denken, ich stelle mir den, der kommt schon noch, die Situation ergibt sich und die Uhr läuft und läuft und läuft. Oh, schöner Körpertreffer, der hat gesessen. Der hat gesessen. So, jetzt wechselt er wieder in die Auslage. 30 Sekunden. 30 Sekunden. Halbe Minute noch. Ah, da war wieder ein Kick, etwas tief, aber Uli winkt ab. Kein Problem für ihn. 20 Sekunden hat er noch. Ah, das würde ihm jetzt aber auch nichts bringen. Der muss ihn jetzt noch K.O. schlagen, nächsten 10 Sekunden. Uns ist das gelaufen hier. Worauf wartet er? Worauf wartet er? 10 Sekunden, Rustam. Ja, da ist auch kein richtiger Schlussspurt jetzt da, kein Ansatz. Jetzt das war die große Gelegenheit. Das Knie hätte es fast entschieden, aber es ist vorbei. Ui. So, da hat sich der Kleinere, der Stabilere, der Stämmigere mit großer Sicherheit durchgesetzt. Ja, das sehe ich auch so. In der ersten Runde vielleicht knapp. Die zweite Runde, aber die hat er ganz klar geholt. Und da kam dieser Treffer mit der Linken gleich hinterher. Noch ein versuchter Kick. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wir haben jetzt vielleicht nicht mehr im Buche stehen, aber nicht geraucht haben Sie. Und damit verdient Sie noch nicht mehr Platz. Mari Uli, Rostam Yusupov. So, Sabine Schmidt, die Supervisorin, die geht hier bedächtigen Schrittes nach oben und teilt jetzt mit, wie die Punktrichter entschieden haben. Aber eine große Überraschung darf es doch gar nicht geben, Sascha. Ich denke auch nicht.